Ja, liebe Leute, ich bin hier bei Anne Beckmann. Die ist Mitbegründerin der Corona-Hilfegruppe und ist da sehr aktiv, das wissen wir ja alle. Und jetzt hat diese Corona-Hilfegruppe was Neues entwickelt, nämlich Gastromio. Das ist eine Anwendung, mit der man ja bei dem Bocholter Gastronomen Essen bestellen kann. Aber erzähl mal am besten selbst. Ja, ihr kennt mich ja wahrscheinlich von der Corona-Hilfe, wo wir für Menschen einkaufen gegangen sind. Wir haben 160 Nachbarschaftshelfer und irgendwann haben wir festgestellt, im Sommer, wir hatten Kapazität und vor allem hatten wir ganz, ganz tolle Helfer. Unter anderem einige Systemprogrammierer dabei und diese Systemprogrammierer, die eigentlich ihre Hilfe ursprünglich angeboten haben, um für Menschen einkaufen zu gehen oder Hunde spazieren zu führen, haben dann gesagt, nö, wir können auch noch was anderes machen. Und da zu dem Zeitpunkt schon absehbar war, dass die Wirte irgendwann im Herbst wieder in Schwierigkeiten laufen würden, haben wir gesagt, könnt ihr nicht sowas Ähnliches für uns programmieren wie Lieferando? Und haben sie gegrinst und haben gesagt, klar können wir das. Und ja, seitdem waren die am Arbeiten, haben zusammen sich gefunden, haben zusammen quasi virtuell gearbeitet und haben tatsächlich ein kleines Programm geschaffen, was im Internet läuft und wo man jetzt in Bocholt sehen kann, welche Wirte gerade geöffnet haben, was sie für Speisen anbieten, zu welchen Uhrzeiten und Tageszeiten sie offen haben und in welche Richtung es geht. Also französisches Essen, chinesisches Essen, was auch immer, kann man da auswählen und gucken. Das ist jetzt ganz besonders wichtig, weil natürlich jetzt im Lockdown die ganzen Wirte unterschiedliche Öffnungszeiten haben. Sie sind nicht bei den Öffnungszeiten, die Leute eigentlich kennen, ja, sondern haben gesagt, ja, nee, ich habe ein bisschen später abends und ein bisschen länger morgens, aber an den Wochentagen nicht. Und es ist relativ schwierig, da den Überblick zu behalten. Und es ist eigentlich total schön, dass man jetzt einfach ausgucken kann, sagt, ich möchte morgen Abend was Leckeres bestellen oder auch jetzt sofort. Gucken, wer hat jetzt gerade offen, schauen, welches Angebot er hat und dann direkt dort zu bestellen. Das Schöne ist, der Gastronom muss nichts dafür bezahlen. Ja, kannst du das vielleicht mal zeigen am Computer, wie das aussieht? Also vom Prinzip her, das ist die Einladungsseite hier oben www.gastromio.de, dort kann man es im Internet finden. Man kann entweder gezielt ein Restaurant suchen, was man kennt, ja, meinetwegen. Machen wir wieder für einen Schleichwerbung, aber egal. Darf ich? Ja, natürlich. Nico hat es verdient. ihr habt es alle verdient, gar keine Frage. Kann man sehen, was der sozusagen aktuell drauf hat. Aber man hätte natürlich auch hingehen können, ich gehe nochmal eben wieder zurück und sage, ich weiß noch gar nicht, was ich esse. Lass mir einfach alles anzeigen. Ja. So, dann kommt der erstmal quasi mit einer Auswahl von Restaurants hoch, die jetzt im Moment offen haben. Ja, also das heißt, 67 Restaurants bieten hier an, 13 davon haben jetzt im Moment offen. Ja, das sind die hier oben angezeigt werden. Ab hier kann man sehen, kommen die später aufhaben. Ne? Die sind jetzt gerade nicht offen. So. Wenn ich jetzt sage, ich möchte für jetzt bestellen, dann suche ich mir aus den ersten da oben was aus. Ich kann übrigens auch auseinanderhalten, bei denen kann ich Abholungen machen. Lieferung bietet natürlich auch ein paar Leute an, dann wird es natürlich weniger. Ne? Lieferung sind dann nur noch 8 von 29 Restaurants. Ich bleibe jetzt mal bei Abholung. Kann aber sagen, auch eigentlich wollte ich mich für heute Abend orientieren und kann hier eine Zeit vorgeben. Ich kann sagen, also ich möchte quasi zu einer späten Uhrzeit oder zum anderen Termin das Ganze machen. Also vielleicht am Dienstag hätte ich jetzt gerne um 18 Uhr. Blub. So, und dann kriege ich jetzt angezeigt, was am Dienstag um diese Uhrzeit an Leuten offen hätten und wo ich mich dann quasi hin orientieren könnte. Und ich kann entweder jetzt im Vorfeld schon bei denen bestellen und kann sagen, also ich möchte das schon mal anmelden, ich habe eine größere Geschichte, oder ich weiß einfach Bescheid und mache es dann in der Sekunde. Ja? Hier kann ich sagen, was mich interessiert, ich möchte asiatisch essen oder französisch oder griechisch und kann das also auch noch ein bisschen weiter eingrenzen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ist ja wie Lieferando, nur halt auch für den Wirt natürlich kostenlos, was ihm natürlich auch zugutekommt. Jetzt gab es ja sowas schon mal mit Bocholt liefert, glaube ich, ne? BOH liefert. Da musste man das aber telefonisch machen. Jetzt ist es tatsächlich wirklich digital und digital durchgesetzt. Kommt da jetzt noch mehr oder? Ja, es kommt tatsächlich noch mehr. Und zwar sehen wir dieses System nicht als ein reines Lockdown-System. Also es ist keine Sache, die nur Bestand hat, wenn wir im Lockdown sind, sondern wir müssen uns damit geistig auseinandersetzen, dass auch wenn der Lockdown sich wieder löst, die Gastronomen ja dennoch das Problem haben, dass ihnen jeder zweite Tisch wegfällt, weil sie Abstandsregeln einhalten müssen. Und auch da werden die Gastronomen lernen müssen, sich ein Stückchen weit quasi an so eine Kombination zu gewöhnen. Ja, also quasi
zu sagen, ich habe Leute am Tisch, ich habe auch Leute, die abholen, einfach so dieses quasi zu verbinden. Das heißt, es wird für den Fall, dass der Lockdown sich löst, dann auch noch die Möglichkeit geben zu sehen, bei welchem Gastronom man zum Beispiel einen Tisch reservieren kann. Auch das wird es natürlich geben, fällt momentan flach, weil das rechtlich ausgeschlossen ist. Ja, super Geschichte. Für alle, die das interessiert, sag nochmal eben schnell die URL. www.gastromio.de Und wir von Made in Bocholt werden es auch bei uns einbinden. Das heißt, wenn ihr auf Made in Bocholt geht, werdet ihr es auch irgendwie finden, sodass ihr auch direkt aus Made in Bocholt dann bestellen könnt. Vielen Dank, Anne. Ja, gerne.